Ich kann nur sagen, die heutige Folge wird sicherlich eine der interessantesten, denn wir sind bei den Ruinen der Prüfungen stehen geblieben und das Erste, was wir machen, ist natürlich erstmal ein strategischer Blick ins Zentrum. Was sehen wir denn da? Wir sehen, es wird benötigt einmal Kullersamen, Blütensegel, der Hammer wird sogar empfohlen und als Tipp, man sollte doch einen Speer mitnehmen. Oder ist das ein Pfeil? Nein, ich denke, es wird ein Speer sein. Interessant auch die zwei Sterne, das heißt, auch diese Gebiete sollten, glaube ich, nicht ganz so hart sein für uns. Ja, wer jetzt wissen will, wie weit ist meine Oase, ich habe natürlich hier wieder versucht, alles so weit abzugrasen, was ging. Ich habe jetzt 50 Oasenbewohner, 30 fehlen noch, also geschätzt, und ich komme aber nicht weiter. Denn solange diese Oase befallen ist vom Chaos, habe ich keine Chance, hier irgendwas zu machen. Die Oase wächst nicht so gut, der Garten hat keine gute Ausbeute für mich. Die Leute kommen nicht in die Oase. Die Geschäfte, ja, bleiben ziemlich low, was die Erfahrungspunkte angeht. Also hat nur Nachteile. Deswegen, wir müssen jetzt hier ins Zentrum. Da gehe ich auch direkt mal hin. Und dann heißt es, erkunden. Dungeon-Erkundung, die zweite. Gestern hatten wir schon das Vergnügen. Wir haben ein paar Chaos-Monster gesehen. Also Biestlinge, die vom Chaos befallen wurden. Und mal sehen, was sich hier in dieser Höhle abspielen wird. Wie ist mein Team? Das gehen wir auch mal ganz kurz durch. Anhand der empfohlenen Sachen habe ich mein Team natürlich genauso angepasst. Lotto, den nehme ich mit, weil der hat Kullersamen und er kann unser Team kurieren. Sollte ich also auf Gegner treffen, die uns vergiften oder sonstige Schwächungen zuweisen, dann brauche ich bloß kurieren auswählen und dann ist unsere Gruppe kuriert. Und Amschel mit der Fähigkeit Blütensegel kann heilen. Auch das ziemlich interessant. Und ein weiterer positiver Effekt, ich habe drei verschiedene Waffen mit. Der Boller ist sowieso immer noch die stärkste Waffe, die ich habe. Dann der Magierstab, auch nicht zu verachten. Und mein Schwert natürlich ebenfalls. Also ich bin vom Gefühl her bestens vorbereitet. Und ich bin auch gespannt, wie weit wir kommen. Ja, das Erste, was wir machen, ist natürlich in die Tür reingehen, weil woanders können wir ja auch sowieso nicht hin. Ich kann ja nicht rüberspringen, obwohl die Entfernung gar nicht so groß ist. Na, mal gucken, was passiert. Wir haben letzte Folge schon mal abgecheckt, wie viele Ebenen es sein könnten oder wie viele Wege. Oh, 3%. Und diesen Flederhörnchen, der Stufe 18. Also hier hätte mir bereits eine Armbrust weitergeholfen, aber ihr seht schon, das geht. Das geht. Also solange die immer einzeln auf uns zukommen, ist das nicht ganz so schlimm. Und solange ich die Windmagie im richtigen Zeitraum immer spamme, ist das auch in Ordnung. Und ich muss die auch nicht unbedingt immer mit der Windmagie nach unten holen, denn ihr habt es gesehen, hier einmal so eine Combo AX steige ich ja nach oben, damit kriegen wir die auch weg. Und hier ist eine Plattform für eine Truhe, das heißt, ich kann hier irgendwas auslösen, dass eine Truhe hingesetzt wird. Ja, was ist nun intelligenter? Gehen wir erstmal nach unten oder gleich hier in die erste Tür rein? Ich denke, es ist am sinnvollsten, direkt mal in die erste Tür reinzugehen. Und jetzt hier links direkt mal eine Truhe. Wird sofort mitgenommen. Was haben wir? Accessoire? Nein, wir haben eine Blume. Eine Kupferblüte. Ja, davon habe ich noch ein paar. Also die Items sind Gott sei Dank noch nicht so rar, dass ich da Probleme habe. So, und warum komme ich jetzt hier nicht weiter? Ich meine, da unten geht es offensichtlich lang. Und laut Karte ist doch hier keine Absperrung. Ach doch, da ist ein kleiner Strich zu erkennen. Und wir sehen auch ein Speicherportal. Dann war es schon mal die richtige Entscheidung, hier reinzugehen. Und ich bin ebenfalls gespannt, wie lange wir brauchen werden, um genau dieses Dungeon zu erkunden. Ja, und seht ihr das da hinten? Da hinten ist direkt mal ein Symbol für die Speerklasse. Und das fand ich auch so witzig. Ich bin beim letzten Dungeon davon ausgegangen, dass ich sehr oft hin und her wechseln muss. Und was ist? Wir mussten zweimal in die Oase zurück und ich habe es nicht weggeschnitten. Erst eine riesen Ankündigung und dann doch nicht. Aber hier könnte es darauf hinauslaufen, dass wir dann doch ein paar Mal in die Oase zurück müssen. Wenn das so ist, wird es auf jeden Fall geschnippelt. Ja, und hier zum Beispiel. Naja, wir haben einen Boller. Vielleicht reicht der Boller schon aus. Gott sei Dank. Der Boller hat auch ausgereicht. So, da ist ein Stern. Und ein Staubkriecher. Er hat 50 Schaden gemacht. Das ging ja mal noch. Ich weiß, dass der Stern da hinten auch schießen kann. Haben wir letzte Folge auch schon festgestellt. Da kann er so eine Glücksbärchen-Attacke. Solarstrahl nach vorne. Oder kann da rüber? Ne, der kommt nicht rüber. Na, was ist denn, wenn ich den jetzt... Warte mal. Ich gehe mal zu ihm. Und dann werden wir den besiegen.
Das Gute ist ja, dass ja die Gegner nicht respawnen. Das heißt, wenn wir hier ein Gebiet säubern von einem bestimmten Gegner, dann hat er nicht so eine große Wahrscheinlichkeit, dass er hier nochmal erneut aufkreuzt ist, dann in einen Tag vergeht. Kann das sein? Ne, wobei, da hatten wir Pech. Wir könnten das ja mal testen. Ich meine, wir haben jetzt 1 Uhr Nacht Ingame-Zeit. Ist es denn wirklich so, dass so Punkt 6 Uhr die Gegner hier wieder neu sich zusammenrotten? Ich hoffe nicht. So, wir kommen nicht nach drüben. Da sind Truhen und das ist ein Grabungspunkt. Ja, ich wechsle auf meinen Helden, weil er kann hier die Windmagie auslösen. Da scheitern meine anderen beiden Kollegos. Ach, und ich habe schon wieder eine Uhr, die abläuft. Naja, was ist denn, wenn ich da jetzt reingehe und dann gefangen bin? Was denn dann? Ach, ich sehe schon. Walnusswirbel. Ja, ist Walnusswirbel besser als den Boller, den ich habe? Ich kann es mir nicht vorstellen. Bei aller Liebe, ich meine, wir haben einen Boller, der hat einen Kristallstern der Stufe 1. Das ist das Beste, was ich bisher habe. Selbst ein Schwert oder eine Armbrust oder sonst irgendwas kommt nicht annähernd dran an die Kraft dieses Bollers. Ja, dann machen wir das Ganze nochmal und diesmal geht es eben in die andere Richtung. Na, wir könnten ja auch von hier schon die Windmagie starten. Okay, haben wir geschafft. Wir haben 15% der Karte erkundet. Hier kommt es zum Chaoskampf. Und wir sehen, da hinten ist eine Pflanze, die sollte ich zuerst attackieren. Warte mal. Ja, ich bleibe bei Lotto. Das erste, was ich mache, ist tatsächlich die Pflanze weg. Weil die kann schießen. Und diese Chaospflanzen sind sowieso ein bisschen ätzend, weil die können nicht nur schießen, die können auch in einem sehr, sehr großflächigen Bereich um sich selber herum irgend so eine Finsteraura spawnen lassen. Das ist total komisch. Also die sind gefährlich. Gerade in den höheren Leveln, was wir ja schon gesehen haben, wenn man die Katakomben spielt. Ja, das sind die nervig. Ich weiß doch gar nicht, wenn ich jetzt irgendeinen Gegner sagen müsste, der am nervigsten ist, es gibt da gar keinen nervigen. Jeder hat irgendwo seine gewissen Vor- und Nachteile. Aber wen ich tatsächlich am nervigsten fand, das sind eben diese Pflanzen oder diese Käfer, die eben nach vorne waschen und dich vergiften können. Alle anderen gehen irgendwie. Gerade die Fliegengegner sind eher ein Gottesgeschenk, weil die kannst du immer wieder mit einer Windmagie nach unten befördern. Und dann hast du sehr, sehr viel Zeit, die zu attackieren. Also das geht tatsächlich. So, bevor wir aber durch die Tür gehen, gehe ich mal hier nach oben, weil wer weiß, ob wir nicht hier irgendwas übersehen haben. Zur reinen Sicherheit mal auf umschauen. Naja, ich kann jetzt kein Geheimnis erkennen. Also bisher scheint es so zu sein, als ob wir alles richtig gemacht hätten, haben, dürfen. Und auch hier ein Mecker für Abschiffpunkte. Und das ist genau das, was ich schon vorher gemeint habe. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Es ist kein Zufall, dass genau hier diese Abschiffpunkte sind. Ich meine, hier ist ein Speicherpunkt. Man müsste sich diesen Speicherpunkt genauso aufschreiben wie andere Orte, wo ebenfalls in der Nähe ganz, ganz viele dieser Abgaspunkte sind. Erinnert euch an die Worte, wo es in der einen Folge um die Errungenschaften ging. Man braucht prinzipiell nur jeden Tag einfach die bestimmten Speicherportale abgrasen, wo man weiß, hey, da gibt es viele dieser Abgraspunkte. Dann macht man das ein paar Mal und dann hat man auch ratzifatzi seine 500... ja, Schurfsachen und 500 Grabungssachen erledigt, dass man da die Errungenschaft erhält. Aber das ist alles Endgame-Content. Wir schlagen zumindest das ab, was geht. Und wegen diesen, ja, Schiffereien und Grabungsstellen gehe ich nicht extra nochmal in die Oase zurück. Das wäre ja Zeitverschwendung. Darauf können wir uns dann später immer noch konzentrieren. Ach ja, und die Truhe hätten wir jetzt so komplett vergessen. Lass mich raten, eine Kupferblüte? Ist hier eine Blüte drin? Nein, ein Accessoire. Anspornglocke. Und die haben wir noch gar nicht. Was kann die? Was kann die Anspornglocke? Möchte ich sofort sehen. Wo habe ich die Ansporn-Glocke? Hier. Vom 1 Stern. Physisch 10, magisch 10 und Ausdauer plus 10. Kann ich auch nicht gebrauchen. Ich finde eher so eine Items cool, die dir einen Schutz geben, wie das hier. Verwirrungsschutz oder Giftschutz. Weil mehr Lebenspunkte ist gar nicht notwendig. So, das sieht auch so aus, als ob man da mit Windmagie ran müsste.
Und jetzt wird bestimmt am Startgebiet, ja. Es wird so gedreht, dass wir in ein neues Gebiet können. Okay. Aber das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Haben wir hier noch irgendwas offen? Warte mal, da muss ich mal ganz kurz auf der Karte ein bisschen scrollen. Nee, haben wir nicht. Ich denke, dieses Gebiet in der Mitte, wo wir diesen einen Speer brauchten, da kommen wir bestimmt dann eh von hier hin. Ja, ich denke, das macht Sinn. So, wir haben jetzt 20% der Karte erkundet. Ging, also das war jetzt auch nicht so langsam. Und ich kann mich auch immer noch an die Worte erinnern, die da hießen, dass das vierte Dungeon sich zieht. Kann ich auch bisher noch nicht ganz so zu 100% bestätigen, weil, naja, was heißt sich ziehen? Bisher haben wir für einen Dungeon fast immer so eine Stunde gebraucht. Und wenn wir jetzt hier auch gut durchkommen, dann würde ich das sogar abfeiern, also als Sieg bezeichnen. Es kann aber auch sein, dass wir hier mehr als nur eine Stunde unterwegs sind, dann werde ich die Folge halt auch splitten müssen. Die Frage ist nur, wie ich es mache. Aber es sieht ja bisher ganz gut aus. Ich meine, wir haben ja keine 10 Minuten rum, oder? Waren es schon 10 Minuten? Na, keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall erstmal zurück. Ach, und ich bin ja auch ein Volltrottel. Ich hätte jetzt hier gar nicht den Weg zurückgehen müssen. Ich meine, wir haben doch nicht umsonst diesen Speicherpunkt dort bekommen. Ich hätte mich ganz einfach teleportieren können. Ja, das war eine Nachlässigkeit. Ich hoffe, ich vergesse das dann beim nächsten Speicherpunkt nicht. Und ich hoffe, da gibt es keinen Kommentar, der schon reinschreibt, geh doch zum Portal. Ja, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Es tut mir leid. Bitte nicht anschreien. So, Waffe wegstecken, damit wir schneller unterwegs sind. Ja, und auch hier muss ich mir gar keine Platte machen, wo ich hin muss. Ich meine, es gibt ja bisher immer nur einen Weg. Kann das sein? Da waren die Zelda Dungeons ein bisschen komplexer. Oder wenn ich da an Alundra denke, ja, was ja in den letzten Kommentaren auch immer mal wieder zum Vorschein kam. Da musste man überlegen, okay, gehst du vor, zurück, dann ein bisschen Backtracking, dann waren so viele Schalter, dass man überlegen musste, okay, welche Kombination an Schaltern macht Sinn. Hier ist es eher so, okay, du gehst in einen Raum rein und guckst, wo eben der Weg zur Tür ist. Und das war's. Ja, warte mal, ich muss ihn mal stärken. Wir haben ja nicht umsonst so eine schönen vielen Effekte. Ja, jetzt habe ich von Lucke leider völlig umsonst den Skill benutzt. 70, das geht. Dafür, dass sie nicht heilen 2 hat, ist das... Das war schon massiv. Ich weiß doch gar nicht, warum Lotto das Bedürfnis hat, ganz nah an diese B-Honduinen ranzugehen. Ich meine, der hat doch eine Fernkampfwaffe. Da kann er doch schön aus sicherer Entfernung hier immer den A-Knopf drücken. Hauptsache, der krepiert nicht. Die sollen nicht krepieren. Okay. Da waren die auch weg. 2 Gegner in einem Kreis. Völlig in Ordnung. Keine Herausforderung für unser super Dreiergespann. Und ich habe jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass jetzt alle irgendwie im gleichen Level sind. Lotto müsste Level 16 sein. Warte mal, können wir kurz mal uns angucken. Status, ja. Und Amstel, ihr seht es, gerade mal Level 13. Aber es ist auch, wie vorhin schon gesagt, schaut mal auf die Statuswerte. Ich meine, sie hat 231 KP-Punkte. Das ist jetzt nicht so ein dicker, fetter Unterschied zu unserem Haupthäuptling. Ja, Haupthäuptling. 253, das sind 20 Unterschied, das geht. Ja, also hier nochmal der Beleg, es ist wirklich eher die Ausrüstung, die dafür sorgt, ob ihr Erfolg habt oder eben nicht. Oh, was ist das? Das ist das erste Mal, dass wir so eine coolen Pendels haben. Haben wir da hinten? Ist das die... Blütensegelfähigkeit? Ich meine, kann ich hier einfach rumlaufen? Erwischt uns das Ding? Wenn ich hier langlaufe? Nee, müsste uns nicht erwischen. Und hier haben wir einen Schalter. Direkt mal aktivieren. Da ist ein Schalter. Kann ich etwa meine Mitspieler hier... Kann ich die hier lassen? Na, wir testen erstmal alles aus. Ja, bevor mein Hirn sich da umsonst... irgendwas zermartert, was gar nicht zu zermartern ist. Ach hier, ich kann hier einfach zurück. Und dann komme ich darüber. Verstehe, alles klar. Und schaut mal, wie lange. Also wir haben ja wirklich extrem viel Zeit. Das heißt, wir sollten erstmal zu diesem Einschalter da hinten...
Oder nee, wir sollten erstmal durch die Tür. Na, aber selbstverständlich, dann gehen wir erstmal durch die Tür. Wir sehen eine Truhe und einen weiteren Abschürfpunkt. Und wir können einen kleinen Blick erhaschen, was da unten schon kommen wird. Das ist ja auch interessant. Also auch hier sieht es so aus, als ob wir im Kreis rennen müssten. Und auch dort ist ein weiterer Zahnradmechanismus. Okay, dann Kommando zurück. Da ist auch ein Blütensiegel. Lohnt sich das? Ja, schön, dass unsere KI-Schiffe dafür gesorgt hat, dass die weggebounced wurden. Das wird auch nie aussterben. Vor allem die waren immer wieder reinlaufen. Gibt's doch gar nicht. Ich meine, die sind im Kampf schon nicht so gut. Aber dass die hier auch noch reinpurzeln, das gibt's echt nicht. Und ich kann auch hier bisher bestätigen, das Einzige, was uns hier immer wieder im Weg steht bei Kämpfen, sind unsere eigenen Mitstreiter, die eigene KI. Das ist so schade. Ach, wir haben drei Schalter. Wo waren der andere? Nein, und auch der kommt sofort zurück. Mist. Ja, schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Ja, wobei, man soll niemals nie sagen. Ich versuche mal ein bisschen Zahn zu ziehen. Vielleicht haben wir doch Glück. Wir müssen nur noch bis zur Blume kommen und dann irgendwie gucken. Vielleicht klappt es ja doch noch. Klappt es noch. Oh, ich höre, wie es immer schneller wird. Es rattert. Schnell. Geh rüber. Ja, es sieht gut aus. Ist aber gnädig. Also wir haben hier gar nicht mal so viel Zeitdruck. Mal gucken, wie lange das dauert, ehe die Plattform wieder nach unten gehen. Ach Mensch, hätten wir ja ruhig noch einen Kaffee trinken können. Mit frischer Zubereitung. Oh, da hätten wir sogar noch mal eine Ehrenrunde drehen können. Also wir hätten in der Zeit die Schalter auch wieder abstellen können und dann erneut wieder nach oben. Okay, auch hier sehr, sehr großzügiges Zeitmanagement. Und wir sehen hier bereits, wo sich die Boss-Truhe befindet. Ja, hat er uns erwischt, macht aber nichts. Und ist das da hinten? Sind das Jackanas oder ist das dann die andere Kategorie? Es ist eine Jackanas. Ich glaube, die konnte nur nach vorne angreifen. Kann das sein? Ja. Naja, ich meine, der Gegner ist natürlich in einem engen Gang. Nicht so schön, da gibt es bessere Gegner. Und er hat eben auch sehr, sehr viele HP-Punkte. Warte mal, ich wechsle mal auf den Stab. Denn da der so groß ist und kaum ausweicht, müsste ich doch mit dem Stab wesentlich mehr reinhauen. Ja, habt ihr gesehen? Der Lebensbalken, wie schnell der abgenommen hat. Bessere Idee, definitiv die bessere Idee hier mit dem Zauberstab den Gegner zu attackieren. 138. Ausweichen, zurück. Nein, er hat es ja genau, Mist. Aber wir können es aufheilen. Und warte mal, vielleicht. Mist. Ich wollte gerade sagen, vielleicht stärke ich mich nochmal. Mache ich auch. Okay, der normale Angriff, der zwirbelt aber auch ordentlich rein. Ich glaube, es ist gar nicht so clever hier bei dem Zielsuchstab eine Aufladung zu machen. Ich meine, es gibt ja noch andere Stäbe. Da kommt so eine Bodenattacke, die nach vorne geht und den Gegner zweimal trifft, wenn er am gleichen Ort stehen bleibt. Das ist bei dieser Zielsuchfunktion nicht der Fall. Ja, ich glaube, es ist bei ihr besser, dann immer wieder Dauerfeuer zu machen, anstatt den Stab aufzuladen. Okay, dann haben wir hier das Gebiet auch erkundet. Und wir mussten auch noch nicht auswechseln. Also ich musste noch nicht in die Oase zurück. Bin ich sehr dankbar. Auch hier ist nur ein kleiner, schmaler Gang. Da hinten war was. Habt ihr gesehen? Da war irgendwas. Kann ich da mit einer Windmagie durch? Naja, ich meine, muss ich da was hinschießen oder muss ich eine Windmagie? Warte mal. Ich versuche mal mit dem Böller reinzuschießen.
Das war auch schon das Rätsels Lösung. Nice. Was haben wir? Wieder ein Accessoire. Jenseitsspiegel. Der klingt zumindest pompöser als das, was wir vorhin bekommen hatten. Auch das gucke ich mir sofort an. Ja, aber man kann da nie wissen. Lebensspiegel? Ey, haben wir nicht irgendwie einen Jenseitsspiegel bekommen? Oder ist mein Gedächtnis schon so schlecht, dass ich mir die Worte wirklich innerhalb einer innerhalb von ein paar Sekunden schon nicht einbringen kann? Es hieß doch Jenseitsspiegel, wieso steht denn hier Lebensspiegel? Na, ist ja auch egal, wir sehen aber... Oh, Stufe 2 hier! Kristallstern Stufe 2, das ist fett! Physisch 20 und magisch 25 und Magie plus 10! Das braucht unsere Magierklasse! Magie plus 10! Oh, muss ich ausrüsten, ich darf das nicht vergessen. Ich darf das nachher nicht vergessen beim Umrüsten. Sonst beiße ich mir den Hintern. Ich meine, es gibt sicherlich... Doch, Lebensspiegel. Dann ist das Ding echt Lebensspiegel. Gibt's ja gar nicht. Ja, ich sollte echt Gedächtnistraining machen. Naja, egal. Okay, wo sind wir hier? In der Mitte eines Kampfraumes? Naja, da oben ist die Tür. Ich meine, selbst wenn wir jetzt hier die Gegner besiegen, dann haben wir noch lange keinen Weg nach oben gefunden. Oder kommt hier dann Sand durch? Sieht ja fast so aus. Okay, ich wechsle auf TC. Erstmal eine Stärkung und dann kann ich... Nein, natürlich, aber ich kann mich heilen. Oder? Kann ich mich heilen? Ach, gibt's nicht. Kann das sein, dass wenn ich konfus bin, ich meinen Spezialskill gar nicht aktivieren kann? Das ist ja Mist. Ich bin also nicht nur konfus, ich bin auch eingeschränkt, was die Attacken angeht. Und meine Special Skills. Das muss man wissen. Okay, der erste Gegner ist weg und das ist doch bestimmt nicht nur einer, oder? Hier gibt es doch bestimmt noch mehr. Wo sind die anderen? Oder wird das jetzt so ein Stufenkampf? Dass das Ding immer weiter nach oben geht? Ja, und die Penne da oben, die heizen mich wahrscheinlich während des Kampfes auch nochmal ein. Was passiert jetzt? Das geht noch. Das geht noch. Mist! Oh, der hat zweimal geschossen. Der hat zweimal geschossen, Mistkerl. Ja, er lädt sich auf. Diesmal hat er aber nur einmal geschossen. Und mit dem Zauberstab komme ich nicht bis nach ganz oben. Das ist ja auch Käse. Ja, dann muss ich beim Boller bleiben. Aber es war nur einer. Ich meine, es war nur eine Pflanze. Das ging. Das war wie vorhin. Also wir haben hier echt Glück, was die Gegner angeht. Ich meine, das Spiel hätte auch so viel sein können, dass wir hier so 3, 4 oder 50 Gegner auf einmal haben. So eine richtige Royal Rumble, wie beim Catchen damals. So, sind wir auf der höchsten Ebene und ein Pendel. Es ist nur ein Pendel in der Nähe und wir müssen einem einzigen Bioloiden ausweichen. Das kriegen wir hin. Kann der auch Schaden nehmen? Kann der auch Schaden nehmen, wenn er da vom Pendel getroffen wird? Sah nicht so aus. Okay, das Ausweichen hat aber auch nicht gereicht. Ja, und da sieht man wieder unsere coole KI. Boah, sind wir blöd. Vor allem der Beholoid, der macht's richtig. Ach, ist gar keiner. Der heißt ja Otiulda. Es ist eine andere Variante des Beholoiden. Aber der war zumindest clever. Ich meine, der bleibt schön hinter dem Pendel stehen und wartet darauf, bis wir dumme Sprösslinge einfach da auf den zulaufen. Und was machen wir? Wir machen sogar tatsächlich, wir laufen auf den zu, weil wir einfach total bescheuert sind. Oder der wurde so programmiert. Ich meine, es ist doch kein Zufall, dass er immer in der Nähe dieses Pendels geblieben ist. Beholoidenlinse. Haben wir das erste Mal bekommen. Ja, dann haben wir doch Tor Nummer 2 auch schon erfolgreich absolviert.
ob wir am Ende eines jeden Gebietes so einen Speicherpunkt haben, dass wir uns auch jederzeit zurückteleportieren können? Okay, jetzt haben wir sogar alle beide Wege gleich freigeräumt. Das heißt, wir können entscheiden, ob wir dann nach links oder nach rechts gehen wollen. Naja, erstmal gehen wir hier durch die Tür. Ich denke, da wird man ein Speicherpunkt sein. Ja, tatsächlich. Und auch hier wieder Abkrasspunkte. Oh, das ist wirklich genial. Also hier kann man echt nicht meckern. Wenn man sich am Anfang noch gefragt hat, okay, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich diese ganzen Schürferungschaften überhaupt jemals angehen? Das ist die Antwort, Freunde. Das ist die Antwort. Man muss ja einfach immer wieder reingehen. Wenn wir jetzt hier vier Speicherpunkte haben und in jedem dieser Speicherpunkte oder Speicherportale ist so ein riesenmassiver Ort an Items, ja, kannst du nicht meckern. Da kannst du prinzipiell nicht meckern. Und wir kriegen nochmal ein Schwert. Labyrinth, Chris. Oh, den brauchte ich zum Herstellen einer anderen fetten Waffe. Kann das sein? Oder war das schon eine Sternstufe 1 Kristallsäbel? Auch das muss ich mir nochmal angucken. Ja, genau das meinte ich. Wir könnten jetzt Rosenkrist damit sogar herstellen. Dann haben wir eine Klinge, die den Verwirrungszustand ausüben kann. Auch das ist sehr interessant. Wenn das bei jedem Gegner greift, dann könnten die Kämpfe zukünftig sehr einfach werden. Wenn man wüsste, wie lange der Verwirrungseffekt anhält und wie oft er prozentuell auf den Gegner auch gewirkt werden kann. Aber Goldbeeren fehlen mir noch zwei Stück und eine Fiesblüte. Da ich das nicht habe, können wir die Klinge auch sofort mal wieder vergessen. So, okay, dann diesmal aber kein Backtracking. Wir gehen sofort ins Portal. Und teleportieren uns direkt zum Zentrum. Blaue Kammer, grüne Kammer. Okay, haben wir schon mal zwei von vier Kammern erfolgreich absolviert und von der Zeit sieht sehr gut aus. Ja, müssten wir schaffen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass wir in der heutigen Folge auch tatsächlich das nächste Dungeon komplettieren können. Nice. Und ich hoffe, dass wir auch alle Items hier abgrasen werden, dass dem nichts offen bleibt. Ja, wo jetzt lang? Links oder rechts? Ich meine, wir haben hier angefangen. Also gehen wir hier auch als nächstes hin. Auf ins rote Tor. Und auch hier dieselben Pendel. Naja, wenn ich jetzt da durchgehe, bin ich dann da hinten gefangen? Weil wir haben ja von der anderen Seite gesehen, ich komme ja nur zurück, wenn ich die Fähigkeit eines Biestlings habe. Oder? Ja, da ist jetzt genau so ein Punkt. Hier gibt's einen Cut. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe gleich mal die Gunst der Stunde genutzt. Warte mal, ich pausiere mal kurz das Spiel, dass die Zeit nicht weiterläuft. Und habe dann einfach auch nebenbei noch den Garten neu, ja, besät. Und ich habe auch die Expeditionsteams weiter angeordnet. Ja, das ist auch die Überlegung, vielleicht sollte ich auch mal mit Kaela weiterspielen. Ich meine, ich habe jetzt auch keinen Bock, egal was hier passiert, dass ich danach nochmal zurückgehe. Aber war irgendwo eine Truhe zu ersehen? Na, dann gibt es natürlich hier direkt mal den nächsten Schnitt. Ja, also es bleibt dabei. Dieses Ausgewechselt werde ich definitiv nicht mehr zeigen, weil das frisst einfach zu viel Zeit. Die Truhe nehmen wir noch mit und dann gehen wir auch sofort wieder zurück. Oh, eine weitere Goldtafel. Ich habe schon lange keine Tafeln mehr bekommen. Und ich habe auch immer noch nicht getestet, was passiert, wenn man drei goldene Tafeln reinsetzt, wenn eine vierte goldene Tafel eh schon vorinstalliert ist. Wie hart dann die Gegner werden und wann die Ausbeute, was XP angeht, so richtig schön nach oben schnellt. Habe ich noch nicht getestet, aber ich freue mich über jede Goldtafel. So, und jetzt sind wir wieder genau hier beim Punkt, wo wir noch nicht weitergekommen sind. Auch da ist eine Truhe, da gehe ich auch direkt rein. Ich meine, wir sind zwar sehr langsam unterwegs, aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht hier in der Zeit schaffen, oder? Ja. Und auch hier ist eine Blüte drin, aber eine Silberblüte. Aber wie blöd ist das denn bitte, dass wir hier einfach außen lang gehen können? Ich meine, wozu habe ich hier irgendwelche Fallen, wenn die Fallen total Wurst sind? Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob da hinten noch irgendwas ist. Ich meine, klar, ich sehe, da ist wieder was im Abschürfen, aber das können wir ja getrost vernachlässigen.
So, und hier mal den nächsten Kampf. Und ich sehe Bomben. Da wird wohl in der Mitte wieder irgendeine Ranke erscheinen, oder? Haben wir eine Ranke? Was ist denn das? Hat er gerade geleuchtet? Ich habe mich gerade gefragt, ist das denn so eine Kategorie seltener Gegner? Der leuchtet doch. Ja, ich switche sofort auf Lotro, weil wir wissen ja, der Woller, der macht hier viel mehr Schaden. Oder sollte ich mal hier die Bomben aktivieren? Bringt das mehr? Kann das sein? Es kann ja das sein, dass ich mit den Bomben tatsächlich viel mehr Schaden mache. Na, ich muss es testen. Ich muss es einfach testen. Ey, wir haben mal versuchen, das in die Mitte zu aktivieren. Jetzt. Naja, die Bombe hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Tatsächlich ist das Monster in der Mitte zumindest schon mal weg. Hat das Ding 77 Schaden gemacht? Nee, oder? Muss ich nochmal probieren. Ich werde es nochmal probieren. Ja, zu langsam. Okay, nee, dann brauche ich diese Spielerei nicht mehr machen. Den Rest werde ich dann doch mit der Waffe von Lotro bereinigen. Und der scheint auch immer nur aus der Entfernung irgendwas abzuschießen. Kann das sein? Regenbogenglas. Und die Gegner wären etwas härter, so wie es aussieht. Jetzt hatten wir drei auf einmal und die Kombination war schon wesentlich gefährlicher. Und hier haben wir tatsächlich das erste Mal ein Rätsel, wo wir den Hammer brauchen. Ja, Käse. Dann auch hier der nächste Schnitt. Ich wechsle mal ganz kurz mein Team aus. Na dann, ab ans Eingemachte. Ich wechsle auch direkt mal auf meinen Zacharias. Und kann man hier schon was... Nee, wir müssen draufstehen. Ich glaube, wir müssen draufstehen. Das heißt, wir müssen erstmal woanders hin. Und wir sollten uns auch generell erstmal einen Überblick verschaffen. Ich meine, wir haben da mehrere Schalter, links und rechts. Dann haben wir auch Schalter, die man mit Windmagie noch aktivieren kann. Ich glaube, da unten komme ich noch gar nicht lang, oder? Ja, auch hier machen wir zuerst das Offensichtliche, und zwar den Schalter zu aktivieren. So, jetzt geht's da nach unten. Und ich müsste mit dem Häuptling aber zumindest hier schon was machen können, oder? Ach, jetzt muss ich wieder hoch. Ich komme hier aber nicht hoch. Jetzt brauche ich irgendwo den roten Schalter. Ja, damit kann ich dann Tizi nach oben befördern. Naja, also ich frage mich gerade, ob ich nicht auch unten hätte stehen bleiben können. Ob ich dann trotzdem diesen Schalter hier hätte aktivieren dürfen? Oder geht das nur mit Hilfe dieser Hammerfähigkeit? Ja, dann ist es hier genau dasselbe. Okay, dann gehe ich mal runter. Dann wird das eher so ein Hammergeswitche und ich muss einfach nur auf den Blöcken oben stehen bleiben. Und zwar immer im Wechsel. Das kriege ich hin. Okay, das kriege ich tatsächlich hin. So, er bleibt schon mal hier oben stehen. Ich wechsle wieder auf meinen Helden. Oder hätte ich vielleicht den Häuptling in der Mitte stehen lassen sollen? Und meine dritte Figur vielleicht dann hierhin positionieren müssen? Ja, man muss wissen, dass bei diesen Blöcken es scheint so zu sein, dass wann immer du auf einen dieser Blöcke stehst, deine Teammitstreiter nicht automatisch sich vereinen wollen. Weil das ist ja normalerweise die Regel. Bist du irgendwo in der Open World unterwegs, passiert ja sehr häufig, dass sie durch mystische Fähigkeiten dich auf einmal oder dich zu dir hin teleportieren können. Das ist das, was ich sagen wollte. Aber wenn du hier oben stehen bleibst, dann nicht. Ach, warte mal. Ich glaube, ich kann den gar nicht aktivieren. Brauche ich nicht hier auch einen Hammer? Ja, habe ich jetzt völlig vergessen. Ich brauche den Hammer da hinten, Mensch. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Schalter, wo ich dann drauf springen kann. Aber so hat das ja gar nicht funktioniert. Okay, die kann ich auch nur mit einem Hammer aktivieren. Aber kein Problem, solange ich hochlaufen kann, ist alles in bester Ordnung.
Jetzt ist das Tor in der Mitte aufgegangen. Da brauche ich die Windmagie. Alles klar. Dann wird die rechte Tür aufgehen und dann muss ich da wieder mit dem Hammer hin. Naja, ich meine, so weit, so gut. Von der Komplexität kann man sagen, durchaus machbar. Also es ist jetzt hier nichts irgendwie, wo man sagt, okay, da muss man jetzt übelst viel überlegen. Man klickt halt die Schalter an, die gerade da sind. Ja, und das war's auch schon. Damit haben wir alle Schalter freigelegt. Jetzt müssen wir bloß noch diesen rechten Schalter mit dem Hammer einmal aktivieren. Und ich denke jedes Mal, dass ich da durchlaufen kann. Nervig. Ja, und damit haben wir's. Da haben wir eine Truhe freigelegt. Und den Weg zur Blume. Ja, erstmal wird hier alles abgegrast. Schätze, Ausbeute, Loot. Wir kriegen einen Bogen. Oder eine Armbrust. Löwenzahn heißt sie. Die schicke Armbrust und eine weitere Blüte. Und damit haben wir auch die nächste Tür geöffnet. Ja, leider brauche ich den Hammer noch einmal. Ich muss zurück zur anderen roten Plattform. Und dann ist der Weg... Oder? Nee, muss ich gar nicht. Weil wenn ich hier durchgehe, dann ist doch bestimmt mein Häuptling eh gleich wieder mit dabei, oder? Ja. Haben wir uns da ein bisschen nervige Arbeit gespart. Ja, ich würde hier am liebsten auch schon wieder tauschen. Denn denkt dran, wir haben jetzt den Hammer schon mal benutzt und ich brauche natürlich hier die Blütenfähigkeiten. Mist. Blütensiegel. Ich brauche Blütensiegel, aber leider... Das ist so typisch. Genau derjenige, der Blütensiegel hat... kann hier nichts machen. Und hier hätte auch mein Stab wieder was gebracht. Mist. Hier habe ich genau den falschen ausgetauscht. Aber du kannst ja nicht wissen, was kommt. Also es wäre hier intelligenter, hätte ich dann doch eher Lotto weggewechselt und Amschel im Team gelassen. Also die Stabklasse. Denn erstens ist sie bei den Gegnern sowieso viel, viel mehr im Vorteil als die, die wir jetzt gerade hier im Team haben. Und zweitens kann sie Blütensiegel aktivieren. Also das, was ich nachher hier gleich brauche. Oder ist das dann doch eine andere Pflanze? Es kann auch sein, dass man da einen Schutzwall machen kann. Ich wüsste aber nicht, warum. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Schutzwallpflanze ist, oder? Nee. Blütensegel? Nee, ist ein Schutzwall. Das war echt Schutzwall. Und wieso kommt denn jetzt eigentlich erst die Blutnessel? Verstehe ich nicht. Ich meine, ist sie jetzt erst zu uns gelangt, weil wir die anderen beiden besiegt hatten? Oder hat sie einfach nur verpeilt, dass hier ein Kampf stattgefunden hat? Ich meine, mir ist egal. Hauptsache, ich kann ihn einzeln besiegen. Na, da freue ich mich. Aber warum zum Teufel ist er... Ach so, dann hätte ich hier den Schutzwall errichten können und dann wäre der sowieso nicht gekommen. Weil er einfach geblockt wäre. Na, da haben wir, glaube ich, ein bisschen Schwein gehabt. Dass er sowieso keine Lust hatte, hier am Kampfgeschehen teilzunehmen. So, und damit ist er weg. Das heißt, ich hätte ihn hier einsperren können. Aber Problem ist, wir hätten ihn auch nicht getroffen. Höchstens vielleicht von der Seite. Das wäre noch eine Idee. So, was haben wir hier? Natürlich wieder ein paar Sachen zum Abgrasen. Blausteinsplitter. Das sind alles Items, die wir auch dann brauchen, um unsere Oase zu verschönern. Es gibt auch noch ganz, ganz viele Straßen oder Wege, die wir errichten können. Und auch hier wieder irgendwelche Schalterrätsel. Na, ich aktiviere den mal noch nicht, weil ich weiß nicht, was passiert. Okay, es sieht so aus, als ob hier der Weg rüberführen wird. Und da ist auch ein Schalter. Und da hinten ist auch ein Schalter. Das heißt, wir sehen schon mal drei Schalter. Ja, und groß was an Wege aussuchen können wir auch gar nicht, wa? Tja, dann lassen wir es mal drauf ankommen. Mal sehen, was passiert. Ich denke, hier müssen wir einfach nur sehr, sehr schnell unterwegs sein. Was passiert? Alles klar. Nee, ich höre keinen zeitlichen Ton.
Hört ihr es ticken? Ich nicht. Das heißt, die Dinger bleiben so. Ah, verstehe. Ich kann hier rüber. Das heißt, ich muss das Ding dann irgendwann auch wieder zurückdrehen. Und zu der Truhe komme ich noch nicht. Ja, so weit, so gut. Oder auch nicht, ich komme ja nicht durch. Sah es nicht, ich hätte da hinten irgendwie einen abstellen müssen. Aber warum sollte jetzt die letzte Plattform diesen Unterschied bewirken? Das verstehe ich nicht. Na, mal gucken, was passiert. Ah, verstehe. Ich glaube, die letzte Plattform, die passt tatsächlich eher in so eine Vertiefung, dass wir dann doch den Abgrund überqueren können. Und die anderen, die haben uns jetzt einfach nur den Weg blockiert. Ja, dann macht auch der Tunnel hier Sinn. Tatsächlich, hier ist nichts mehr an Erhöhung, das heißt, wir kommen darüber. Und hier ist auch die Truhe zu holen. Und schon wieder eine Blüte. Tja, gehen wir jetzt erst nach oben. Ich meine, dieses Torsymbol sieht eher so aus, als ob da hinten gleich wieder so ein Zahnrad wäre. Und die Tür sieht eher so aus, als ob man da irgendein paar Items noch kriegt, oder? Ja, hier, Schatztruhen. Schatztruhen en masse. Ach, und wir brauchen die Fähigkeit eines Venet. Mist. Ja, ihr wisst, was das bedeutet. Natürlich, auch hier werde ich wieder kurz mal cutten. Bis gleich. Ich habe festgestellt, dass wir hier sogar noch die Blütensegelfähigkeit brauchen. Das heißt, ich musste nochmal in die Oase zurück. Aber ich hoffe, dass wir diesmal keine weiteren Unterbrechungen haben. Ja, das Erste, was wir machen, ist das Netz beschneiden. Und mal gucken, ob sich dann die Truhe hier gelohnt hat oder ob es wieder nur eine weitere Blüte ist. Nein, eine Tafel. Wir kriegen eine Käfersilbertafel. Das ist natürlich cool. Ein Grund zum Feiern. Die Teile brauchen wir gar nicht. Dann mal gucken, ob wir zu den anderen beiden Truhen kommen, indem wir die Blütensegelfähigkeit benutzen. Wir kriegen ein Accessoire, ein Dickkopf-Talisman. Den haben wir aber schon. Da war kein Ausrufezeichen davor. Das heißt, wir haben diesen einen Gegenstand schon mal besessen. Ja, und damit fliegen wir schon wieder zurück. Aber ist doch komisch. Ich meine, da stand doch als Tipp, dass wir Blütensegel brauchen. Aber ich meine, klar, hier brauchten wir auch Blütensegel. Aber nur um zu Truhen zu kommen. Es hat ja für ein Rätsel bisher noch gar keine Relevanz gehabt. Na, egal. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Und selbst wenn ich jetzt hier ein Zahnrad finde, dann ist die Frage, sollten wir es schon aktivieren? Weil, denkt dran, wir sollten vielleicht dann erst zur anderen Seite. Na, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was passiert. Es kommt zum Kampf. Oh. Das ist ja schon fast ein Endkampf. Wir haben Chaos-Magier, oder Chaos-Machen besser gesagt, und die schießen. Ja, ich muss erstmal auf den Staubkriecher wechseln. Weil der nervt ein bisschen mehr und hat auch nicht so viele KP-Punkte, gehe ich mal von aus. Ja, die Chaos-Mache dürfte ein bisschen schwieriger zu besiegen sein. Ihr seht's, die ist agiler und die schießt halt. Ich meine, die hatten wir ja schon mal in einem anderen Kampf zu Gesicht bekommen. Aber es geht. Wir haben ihren Schwachpunkt schon längst erkannt. Ich meine, klar, sie ist als allererstes schon mal anfällig auf Magieattacken vom Zauberstab. Und dann, gerade weil sie eben dreimal auch angreift, oh, wir haben sie vergiftet. Wer von uns konnte dann einen Vergiftungseffekt? Das muss der Venet gewesen sein. Es muss der Venet gewesen sein. Der kann vergiften. Das ist ja nice.
Der Gifteffekt bei irgendeinem stärkeren Gegner, oh, das könnte später sehr, sehr effektiv werden. Weil wenn wir immer nur in einer Tour ausweichen und auf der Flucht sind und der Gegner dann aber permanent irgendwelche Lebenspunkte verliert, weil er eben vergiftet ist, boah, das muss ich mir einprägen. Das muss ich mir im Kopf einprägen und ich hoffe, das Rad... Nee, es dreht sich nicht weiter. Ich habe schon Angst gehabt, dass das erste Rad sich nochmal irgendwie zurückdreht. Aber nein, der Mechanismus hat irgendwas Zweites ausgelöst. Dann macht es Sinn. Okay, dann können wir jetzt zum Speicherportal gehen. Und uns dann ins allerletzte Gebiet teleportieren. Von der Zeit, naja, es sieht schon so aus, dass wir heute eine Stunde locker vollkriegen werden und den Endboss wahrscheinlich nicht mehr besiegen dürfen. Dann machen wir das aber eben in der nächsten Folge. Ist ja auch nicht schlimm. Aber das letzte Gebiet nehmen wir noch mit. Ich meine, ich werde sowieso durchzocken, aber die Frage ist, wie weit komme ich dann? Und ob ich mich vorher nochmal umwechsel? Gerade was zur Ausrüstung angeht? Ja, ich glaube nicht. Ich meine, von den Gegnern geht's ja. So, eins noch übrig. Es ist noch eins übrig. Wir haben 67% des gesamten Dungeons bereits erkundet. Und wir brauchen noch die eine Truhe. Warte mal, wo waren die? Ja, dann war es in Ordnung. Dann ist es eh ganz gut gewesen, dass wir hier als letztes reingehen, weil dann können wir nämlich zum grünen Abschluss uns die Boss-Truhe noch holen. Und auch hier wird zum Kampf kommen. Alter. Riesendicker, fetter Vogel. Ein Biest, es ist ein Biest. Warte mal, ich wechsle. Ich muss auf diese... Ach, ich war schon gerade ausgerüstet, Mensch. Oh, das geht aber fix. Der ist doch schon fast down. Der hat fast die Hälfte der Energie verloren. Oh, fett. Und ich brauche bei den Vögeln auch auf Geiz achten. Ich muss einfach nur den A-Knopf dauermeschen. Ich brauche jetzt hier wirklich nur den A-Knopf dauermeschen. Das ist interessant. Aber auch kein großes Geheimnis. Ich meine, wir hatten ja die Vögel schon mal besiegt. Und da haben wir ja schon festgestellt, dass die eben sehr, sehr agil sind und man da besser fährt, einfach immer hinterher zu rennen, um die zu attackieren. So, und diesmal. Ach, dass die auch so viele Lebenspunkte haben. Und wieso greifen meine Teammitglieder nicht an? Ja, so geht das doch. Gemeinsam sind wir stark, wie die Karte bei Yu-Gi-Oh! Schaden wird potenziell einfach nach oben getrieben und wir gehen noch nicht da rein. Ich gehe erstmal hier nach unten. Ich hoffe, es ist keine Fehlentscheidung und vor allem, ich kann ja sogar noch mal weiter nach unten. Da ist eine Schatztruhe. Wird sie sich uns zeigen, wenn wir alle Gegner besiegen oder wird das durch einen anderen Mechanismus getriggert? Vielleicht brauchen wir hier auch noch irgendeine andere Biestlingsfähigkeit. Durchaus möglich. Aber ich hoffe nicht. Denn wenn ich jetzt die Truhe bekomme, nur durch irgendeinen Mechanismus, weil irgendein Biestling seinen Spezialeffekt auslösen muss, dann müsste ich da wieder in die Oase zurück. Und wenn ich da in die Oase zurück muss, dann habe ich immer so Angst, dass dann die Kinder wieder neu spawnen. Alles klar, ich muss ja durchschießen. Und ich habe nichts zum Durchschießen. Nein! Mist! Reicht nicht. Na, das ist Käse. Ja, dann gibt's hier den nächsten Schnitt. Dann wechsle ich doch den Winnet wieder aus und hole Lodro erneut ins Team. Also bis gleich. Ja, mit dem Boller hat's auch nicht funktioniert. Deswegen habe ich jetzt mal die Armbrust dann doch ausgerüstet. Das heißt, ich muss hier einfach nur abwarten. Wie der Schuss von Odysseus durch diese 10 Äxte. Kennt das noch jemand? Wo er seinen Bogen spannen musste und dann musste er einfach durch so ganz, ganz kleine Löcher schießen. Durch die Ösen der Äxte, das war schon ziemlich gut damals. Ja, mein Team ist jetzt wieder gewechselt, aber den Bogen, den werde ich erstmal dann behalten, weil ich habe keine Lust jetzt nochmal in die Oase zurückzugehen, weil ich das Schwert eben besser finde. Was haben wir hier? Tja, wir haben hier ein weiteres Rätsel, wo ich mich gerade frage, sollte ich dann doch erstmal hier langlaufen? Kann ich überhaupt hier irgendwas machen?
außer aufs Maul zu bekommen. Den konnte ich ausweichen immerhin. So, die Pflanze schützt sich. Aber sie ist weg. Ja, ich gehe mal erst hier nach links. Okay, was zum Teufel ist das? Ja, gehen wir einfach mal rein. Mal sehen, was passiert. Die machen sich auch gar keine Platte. Die geht einfach durch die Rohre. Ach, jeder ist einzeln. Einzelkämpfe, das ist ja nice. Das ist mal cool, das feiere ich gerade richtig ab. Da ist jeder auf sich hereingestellt. Wie nice ist denn das? Naja, dann bleibe ich dann natürlich erstmal hier mit meiner Stabklasse und werde dann einfach mal den da links unterstützen, weil da ist eine Jackanast. Die war ein bisschen schwieriger. So, die da hinten. Da hat es Lotto ein bisschen schwieriger. Und das Geile ist, die Jackanas hat uns anvisiert. Die scheint sich gar nicht mehr für Lotto zu interessieren. Ah, die ist ja schön blöd. Gut für uns. Gut für uns und auch gut für Lotto. Und damit ist sie weg. Ob das hier das gleiche ist? Ja, und jetzt stellt euch vor, ihr hättet dreimal die Schwertklasse. Dann könnt ihr euch ja sicherlich überlegen, wie blöd das wäre, wenn man hier dreimal mit einem Schwert gegen so einen Jackanas antreten muss. Und vor allem mit feinem Bogen. Mit feinem Bogen kannst du es ja sofort knicken. Okay, das war richtig geil. Sowas könnte ruhig öfter mal hier vorkommen. So Einzelkämpfe, wo man den anderen noch irgendwie unterstützen kann, wenn man den ersten besiegt hat. Ja, irgendwie geil. Irgendwie feiere ich das gerade richtig ab. War eine gute Idee. Und wir haben ja sogar noch einen Stab bekommen. Stab der Magie. Ja, das heißt, man musste hier zwar prinzipiell nicht rein, aber es war die richtige Entscheidung, dass wir zumindest noch die Items gefunden haben. Ja, für das Komplettieren des Dungeons hat es keine Relevanz gehabt. Aber es war die richtige Entscheidung. Nee, es war definitiv die richtige Entscheidung. Und der Typ, der kann uns mal. Den werden wir mal schön missachten. Und ich hoffe, ich bin auch den richtigen Weg gegangen. Nicht, dass wir dann doch erst unten den rechten Weg hätten langführen müssen. Und auch hier ist noch ein sehr, sehr großes Gebiet. Ich glaube nicht, dass wir das in einer Folge schaffen werden. Ich glaube, ich werde das splitten in zwei Folgen. Dann werde ich heute mal durchweg aufnehmen, weil ich kann nicht auf die Uhr glotzen und einfach so abschätzen, wann ist was geschafft und wann nicht. Also irgendwann wird der Schnitt kommen, dann ist der Part beendet und dann wird es im zweiten Part natürlich dann in Richtung Boss gehen. Aber ich habe jetzt hier auch keinen Bock zu unterbrechen.